Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22. Mein Team hier bei Heisenberg zockt. So, wir sind immer noch auf Platz 1. Allerdings Meister sind wir natürlich noch lange nicht, denn es sind ja, glaube ich, mindestens noch 4 Spiele. Ich habe mich da ein bisschen zu früh gefreut. Aber man kann sich auch freuen darüber, dass man immer noch auf Platz 1 ist. Jetzt möchte ich nochmal schnell gucken. Ja, IB hat tatsächlich noch ein Spiel weniger. Okay, alles klar. Also wir haben nicht diese Punkte Vorsprung, die ich gedacht habe. Das wird ein enges Ding, vor allem, weil das nächste Spiel ist ja gegen die Young Boys. Das ist wieder so ein berühmtes 6-Punkte-Spiel. Okay, gut, wir machen mal, was machen wir denn? Wir gehen weiter hier, weil im Büro haben wir nichts. Jetzt haben wir endlich mal wieder was im Büro, das gucke ich gleich. Erstmal kurz hier, das simulieren wir fröhlich. Und dann schauen wir mal, was wir im Büro Schönes haben. Oh, wieder ein Nationalspiel. Also ein, ja, Nationalspiel, doch. Wie heißt das auf Hochdeutsch? Keine Ahnung. ich möchte nur kurz daran erinnern. Ja, den Kader, genau. Und da haben wir den Monatsbericht. Das hatten wir, glaube ich, schon. Oder hatten wir das noch nicht? Ich gehe mal schnell gucken. Ja, eben. Wir lassen die einfach so weiter trainieren. Da haben wir doch ein paar mit ordentlich Potenzial. Wir können natürlich den einen hier zum Beispiel schon mal raufnehmen. Der ist bei Gesamtstärke 58, hat aber ein Potenzial von 94. Also ein maximales Potenzial von 94. Wir lassen den mal weiter trainieren, würde ich vorschlagen. Gut, dann können wir das hier löschen. Das lösche ich auch mal, weil die Mannschaft ist ja eigentlich gemacht von Neuseeland. Haben wir sonst noch was? Nein, dann gehen wir zur Zentrale. Gehen hier wieder hin und trainieren nochmal eine Runde wahrscheinlich. Jawohl. Ich hoffe, es bringt was. CAA, das können wir simulieren. Das ist in Ordnung. Und dann rückt der große Tag nämlich schon näher. Wir haben aber nochmal ein Training und wir haben nochmal Büro. Was haben wir diesmal? Der Chef, Physio, oh, vielleicht Heisi? Ist Heisi wieder gesund? Wenn ich es dann hinkriege. Na? Tatsächlich, die medizinische Abteilung hat die okay für Heisi gegeben und er kann wieder am Training der ersten Mannschaft teilnehmen. Sind die 2 Monate doch schon um? Uiuiui, okay. Ich muss zugeben, so richtig vermisst haben wir den nicht, weil gewonnen haben wir auch ohne ihn. Aber ja, also irgendwie, ich weiß auch nicht, beim Let's Play von Heisenberg Zock darf auch ein Heisi irgendwie nicht fehlen. Es liegt an Ihnen, wann Sie ihn wieder auflaufen lassen. Bedenken Sie aber, dass seine Verletzung wieder aufbrechen kann. Okay, das heißt, der spielt noch nicht. Vielleicht, dass wir ihn reinnehmen. Als Dingens, Moment. Taktik, Dingens, flach, okay, alles okay. Dass wir ihn hier reinnehmen. Und zwar für, wen haben wir denn hier noch? Ferraro, Marin, Varga, Batsche. Das ist der Torwart hier, den müssen wir fast behalten. Ich würde ihn, glaube ich, für ihn mal reinnehmen. Ist das okay so? Der hat, glaube ich, noch nicht allzu oft gespielt. Ferraro. Wie alt ist denn Kollege Ferraro? Sieht man das hier gleich mal irgendwie auf Anhieb? Nein. Sieht man nicht. Zufriedenheit, Fähigkeit, Eigenschaften und Jubel. Ist alles okay? Mich würde das Alter interessieren von dem Mann. Macht das Sinn, dass der auch mal spielt? Oder ist es okay, wenn der einfach nur zuguckt? Ja, hier ist nichts. Nichts zu sehen. Oder bin ich blind? Ja, ich weiß, das frage ich oft. Und es ist meistens tatsächlich nur eine rhetorische Frage. Naja, gut, wir wechseln den. Und zwar mit Heisi. Wir lassen Heisi aber noch nicht spielen, ganz klar. Sondern vielleicht mal 5 Minuten am Schluss. Ja, irgendwie so um den Dreh rum. Gut, wir speichern das. Sehr schön. Und dann können wir nämlich hier raus. Und das hier löschen. Schön, haben wir Heisi wieder zurück. Aber der wird... ja, noch ein Momentchen brauchen, bis er wieder wirklich zur Mannschaft stößt, wahrscheinlich. Gut, dann können wir hier wieder zur Zentrale. Und ja, machen diese eine Training nochmal. So, ist auch okay, können wir auch simulieren. Und dann geht es gegen die Young Boys jetzt hier, aber tatsächlich um einiges. Oh, man sieht, sie haben gewonnen. Guck mal, 2. Platz, sie sind wieder nur noch 1 Punkt hinter uns. Ja, das heißt nichts anderes wie, wir dürfen nicht verlieren. Das heißt nicht, wir müssen unbedingt gewinnen, weil das könnte schwierig werden gegen die Young Boys. Aber wir dürfen nicht verlieren, sonst überholen sie uns. Das ist ganz klar. So, wo spielen wir eigentlich? Sehe ich das hier? Nein, wir gehen mal rein, dann sehe ich es wahrscheinlich schon. Oh, ich muss auf die Trikots aufpassen, das ist aber in Ordnung. Alesutter Gedenkpark, es ist ein Heimspiel. Okay, gut. Ich würde sagen, let's go. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich komplett ruhig bin. Weil das Spiel ist einfach zu wichtig. Eben, verlieren verboten. Alles andere ist okay. Den haben wir hier Schönes. Ach, Iniesta, okay. Gar nicht erkannt zuerst. Oh, und leichter Regen. Das heißt, der Platz oder der Ball ist relativ schnell. Hier haben wir den Gegner.
Und dann gehen wir mal rein in das gute Spiel. Ich hoffe zumindest, dass es ein gutes Spiel wird. Das werden wir rausfinden. So, Konzentration. Und zur Not haben wir Heisi noch auf der Bank. Vielleicht kann der noch was richten. Allerdings, ich möchte den natürlich jetzt nicht verbraten. Der wird 2 Monate lang verletzt. Ui, das war ja schon wieder ein Pass. Echt jetzt? 2 Monate verletzt, da müssen wir aufpassen. Nicht, dass da irgendwas wieder aufbricht. Ja, das war abseits. Weil, ja, noch nachher ist er natürlich wieder entsprechend lange verletzt. Das war auch relativ mutig. Schönes Solo. Geh gleich mal durch. Jawohl, sauber. Kein Abseits. Ja, das kommt zu nah aufs Tor, das Ding. Schade. Aber mal einen Anfang. Oh, nicht, dass der hier alleine. Nee, nee, nee. Das müssen wir verhindern. Wir machen hier mal zu. Schön, da kann er da tanzen. Das ist okay. Oh, das war natürlich auch nichts. So darfst du nicht verteidigen. Oh, gefährlich. Oh, was war das für ein Rückpass? Heidi ist ein bisschen. Zum Glück haben wir Ziggy im Tor. Einmal mehr. Ohne Ziggy wäre das schon wieder ganz schlecht gewesen jetzt. Auch gefährlich. Okay, man sieht schon. Ja. Die Young Boys sind nicht ohne. Die sind nicht umsonst auf Platz 2. Und nur ein Punkt tatsächlich. Uff, schon wieder so ein Pass. Nur ein Punkt hinter uns. War das nicht abseits? Doch, war abseits. Aber ich glaube... Ich glaube es zumindest. Sag mal, habe ich es dann... Oh, come on! Habe ich es dann mit solchen Pässen? Sag mal, wir können natürlich auch einfach den Ball hergeben und sagen, mach doch ein Tor. Haut den doch rein, ist doch kein Problem. Gibt's da nicht so viele Unkonzentriertheiten hier. Ja, schön geblockt. Leider wieder zum Gegner der Ball. Es ist ein Elend. Aber jetzt haben wir ihn. Iniesta mit dem schönen Pass wird dafür gleich noch gelegt. Da hat er ihn wieder. Jawohl, dafür hat Iniesta halt das Auge. Oh, der sollte aber nicht so weit zurück. Das war nicht die Idee. Wir verwirren den Gegner mal ein bisschen mit ganz komischen Pässen. Ja, schön, Mucci. Oh, hat aber nichts gebracht. Aber der Einsatz war natürlich gut. Aufpassen. Konter. Jawohl, den haben wir. Oh, frech zwischendurch. Und sehr gut gemacht, Vargas. Lauf. Jawohl, Vargas geht durch. Jawohl, auch der geht durch. Oh, wieder. Oh, nö, nicht mal aufs Tor, hinters Tor. Das müssen wir nochmal üben, das Flanken. Also bis jetzt schwach. Muss ich sagen. Schwach gespielt. Das muss besser werden. Es steht zwar noch 0-0, das heißt, wir sind nicht in Rückstand, aber muss trotzdem besser werden. Jawohl, sauber. Ui, 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 oh schade. Ei, das wäre aber ein Tor des Jahres geworden. Oder zumindest wäre es natürlich... Ja, war schon abseits. Es wäre in die nähere Auswahl gekommen. Oh, wie schön war die Direktabnahme. Aber eben, wenn man natürlich im Abseits steht, dann... Das bringt nicht viel, wenn es schön ist. Es muss auch zählen. Jawohl, Sicherheit reinbringen. Ja, genau. Und dann so ein Pass. Das hat natürlich mit Sicherheit gar nichts zu tun. Oh, oh, oh. Jawohl, da konnte ich nochmal dazwischen gehen mit Omeragic. Zum Glück. Auf Omeragic ist eigentlich immer Verlass. Also bis jetzt hatten wir wirklich viel Glück, muss man gestehen. Hau den mal weg. Hau den mal weg. Jawohl. Und du haust den ebenfalls weg. Nicht wieder zu dem. Ja. Ja, ist weg. Das freut mich. Mucci. Sehr gut. Drehung. Nein, jetzt ist er im Abseits. Jawohl. Da war er im Abseits. Und das war ein Twitch-Follow. Danke dafür. Ich bin zwar gar nicht auf Twitch, aber irgendwie, ich krieg die Alarme halt da nicht ganz raus. Bei OBS. Das hatte ich schon mal. So, aber ja, schön. Follow bei Twitch ist ja auch was Nettes. So, aber jetzt sind wir nicht bei Twitch und auch nicht bei Follows. Ja, gut gemacht, Berger. Auch schön gemacht, Blanco. Ja, das war wieder der Schritt zu viel, der Berühmte. Und Giebe kontert halt.
auch kein Wunder, wenn wir so einen Käse machen. Hau den raus, jawohl, sauber. Aha, und da haben wir die Halbzeit. Ja, bis jetzt muss ich sagen, glücklich. Das 0-0 für uns. Die Youngboys waren stärker. Die waren aber auch stärker, weil wir halt tatsächlich denen Geschenke gemacht haben teilweise. Und die haben sie zum Glück nicht angenommen, diese Geschenke. So, zweite Halbzeit. Es gilt immer noch Verlieren verboten, das ist ganz klar. Deswegen, ich werde jetzt nicht auf Teufel komm raus, faul, auf Teufel komm raus angreifen. Sondern das Augenmerk auch ein bisschen hier, jawohl, genau, auf die Verteidigung legen. Schön gemacht, Mucci, geh. Nicht in den Gegner reindrehen, oh, ich schaff's immer wieder. Ich und Gamepads, wir werden keine Freunde mehr. Den hatten wir eigentlich, den Ball. Der darf nicht verloren gehen. Das ist fatal, sowas. Uiuiuiui. Okay, den hast du aber noch, Ziggy. Jawohl, faul. Nee, doch, kein Foul. Aber auch Schnuppe, wir haben den Ball. Lauf mal. Jawohl, das sollte eigentlich kein Abseits sein. Ist es auch nicht. Schön gespielt und Abseits. Ja, ich dachte gerade, das sind ein paar zu viel. Also da waren, glaube ich, drei Stück im Abseits. Ja, ja, eben. Im Endeffekt, es liegt am Passgeber, nicht an denen, die dort stehen. Aber da muss ich jetzt schon sagen, wenn drei dann im Abseits stehen, dann ist das natürlich auch nicht gut von denen gemacht. Sauber, Laudi am Ball. Geh mal ein Stückchen. Jawohl, sehr schön. Und Batz, ja, das war ein Laudi in Vollendung. Uiuiui, da haben sie ihm aber auch einen Platz da weggelassen. Wie schön er dort durch konnte. Ja, aber herrlich gemacht natürlich. Da freuen sie sich ganz klar, das ist ein fulminant wichtiger Treffer gewesen. So, einfach durch die Mitte durch und dann stand er plötzlich vor dem Tor. Und dann schließt er natürlich aber auch gut ab. Nämlich mit einem satten Schuss. Flach. Oh, guck mal hier noch mit Effet. Also mit Drall. Ja, der wäre sonst an einem Pfosten wahrscheinlich. Sehr gut. Was haben wir für... in welcher Minute stehen wir? In der 60. Das ist mir noch zu früh für Heisi. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, Heisi jetzt reinzunehmen. Einfach damit er eben doch auch wieder ein bisschen Spielpraxis kriegt. Aber im Endeffekt, da kann sich natürlich in 5 Minuten genauso verletzen, wie wenn er jetzt ein ganzes Spiel macht. Also, dass eben diese Verletzung wieder aufbricht. Jawohl, Mucci kämpft. Das freut mich. Und die Young Boys wechseln zum ersten Mal. So, es ist so eminent wichtig, wenn wir hier gewinnen, wow. Aber eben, jetzt müssen wir uns konzentrieren und nicht irgendwie wenn und aber und gib ihm und keine Ahnung. Sauber gemacht. Iniesta auch sauber gemacht. Renn. Jawohl, sehr gut. Oh, genau auf dem Torwart. Schade. Der Konter war eigentlich gar nicht schlecht, aber der Abschluss war natürlich nix. Der darf nicht direkt auf den Torwart gehen. Schön, Vargas. Jetzt hat Vargas Platz. Geht durch, wird geschubst. Jawohl, sauber. Yes, da ist das Ding drin. Mucci zum 2-0. Oh, jetzt haben sie es besser gemacht als vorher. Und über Mucci, ja, also ich staune immer wieder. Mit Stärke, ich weiß nicht, 58 oder so, der macht Tor an Tor. Das ist mehr als nur eine würdige Vertretung für den verletzten Heisi, würde ich mal sagen. Allerdings, ich möchte natürlich auch nicht. Ja, Iniesta geht mal raus, da sehen wir es nochmal. Jetzt nochmal von der Hintertorkamera. Schön gestoppt und interessant abgeschlossen. Also das musste auch erstmal noch so hinkriegen. Gut, 2-0. Also vom Spielverlauf her könnten wir Heisi einwechseln. Ich warte mal noch bis zur 80. Falls ich das irgendwie hinkriege. Also das Warten kriege ich hin. Die Frage ist aber, irgendwie vorher noch irgendwie einen Unterbruch haben, dass das dann umgesetzt wird. Und jetzt nicht einen Anschlusstreffer kriegen. Nee, das darf nicht sein. Oh, der ist schnell, der Mann. Aber Omar Agic ist natürlich wieder zur Stelle. So, Vargas wechseln wir noch für Vargas. Und dann haben wir noch eine Möglichkeit. Und die werden wir für Heisi nutzen. Uff, okay. Ui, das war aber, ja, das war dann doch relativ spektakulär. Aber zum Glück auch relativ ungefährlich. So, wir hauen den Ball mal raus. Ja, habe ich vermutet, dass wir dann den Ball verlieren. Oh, und die sind gleich wieder da. Oh, das ist zu eng.
Ey, schade. War fast dran. Oh, was ist das? Und dann läuft die KI läuft wieder vom Ball weg. Ui, zum Glück schießt er so. Okay, nein, jetzt möchte ich normal wechseln, weil ich gehe das Risiko mal ein. Ich werde jetzt Heisi bringen. Und zwar für Mucci ist eigentlich... Ach, guck mal, da wird nicht mal der Heisi vorgeschlagen. Ich möchte ihn aber haben. So, ich hoffe, ich mache keinen... Ein der Spieler schwer verletzt, kann nicht eingesetzt werden. Ach, der kann doch gar nicht eingesetzt werden. Der hat immer noch einen Krankenwagen da oben. Gesicht hat da auch keines. Na gut, dann machen wir das anders. Wen wechseln wir aus? Der Blanco ist auch ziemlich im Eimer. Nehmen wir ihn hier mal. Klar, ist eine Schwächung. Das ist ganz klar. Aber das können wir uns im Moment leisten. 9 Minuten noch. Wir führen 2-0. Aua, kann ich da nur sagen. Jawohl, sauber gemacht. Der Herr Berger jetzt aber nicht zum Solo ansetzen. Das ist viel zu gefährlich. Das war auch eher mutig. Ah, da kriegen sie tatsächlich das Foul. Obwohl es nicht mal eine Karte gibt. Leute, wenn es nicht blutet oder wenn es keine gelbe Karte gibt, ist auch kein Foul. Würde ich mal behaupten. Nicht jetzt hier Sachen machen. Ganz ruhig. Jawohl, da haben wir tatsächlich nochmal Ziggy. Der Ball muss weg. Oh, der fällt genau. Ui, nochmal Ziggy. Ui, wie er den hält. Ei, was für ein wirklich dramatisches Spiel. Also mit diesem Anfang, wo wir tatsächlich die ganzen Bälle verschenkt haben. Ja, den hat er auch nochmal. Heiliges bisschen. Der hält schon, also er hält schon auch Sachen, die man nicht hält. Aber eben, er hat dann je nachdem auch wieder mal seine 5 Minuten. So, geh, du bist noch frisch. Jawohl, sehr gut. Und einmal rüberlegen. Oh, und zu früh abgeschlossen. Oh, jawohl. Nachgeditscht. Der Herr Fasnacht. Wow, 3-0. Okay. Ja, das war natürlich jetzt auch ein kurioses Tor, also schön rübergelegt, aber dann zu früh abgeschlossen, da kommt der Torwart dran und hat halt Pech. Und dann ist Fasnacht schneller als sein Gegenspieler und schenkt tatsächlich das 3-0 ein. Da muss er nicht mal genau zielen, das hat auch so gepasst. Ja, jetzt sieht's aber tatsächlich auch für die Meisterschaft sehr gut aus. So, und mal gucken, wann wir Heisi wieder einsetzen können. Mir tut Mucci ein bisschen leid, der hat eigentlich so ein gutes... Ja, nicht nur ein gutes Spiel gemacht, der hat jetzt mehrere gute Spiele gemacht, hat Tore geschossen. Ja, da kommt er nicht durch und da ist das Ding gegessen. Da gehe ich natürlich mit Freude zur Pressekonferenz. Halleluja. Sehr schön. Ja, gut gemacht, Jungs. Ihr, wie soll ich sagen, ja, Heisi wird begeistert sein, auch wenn er nicht selber mitspielen kann. Aber mit so einer Mannschaft im Rücken, die jetzt tatsächlich auf Platz 1 steht, und zwar mit 4 Punkten Vorsprung müsste das jetzt sein. Ja, wir werden es gleich sehen. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Da haben wir wieder das mit der Niederlage, dass wir noch keine haben. Ich glaube es einfach immer noch nicht. Wir machen wieder die gleiche Antwort. Glückwunsch zum Sieg, das freut mich natürlich. Wir haben den Gegner eingeschnürt, das war ein Sieg unserer Einstellung. Ja, war ein Sieg der Einstellung. 3-0, das war schon relativ klar. Ja, mit einem engen Spiel gerechnet. Wir loben mal den Gegner. Ich finde, das ist immer relativ wichtig. Danke für diese kurzen Aussagen. Dann sind auch die gegnerischen Fans vielleicht nicht komplett gegen einen, wenn man das so hat. Heisi FC bleibt gegen die Young Boys ohne Gegentor und da sehen wir es. 4 Punkte Vorsprung. Halleluja. Und zwar jetzt aber mit gleich viel Spielen. Man sieht es, die Young Boys auch mit 33, dahinter Luzern mit 58. Und Basel, jetzt gehe ich doch noch mal kurz gucken. Moment, wenn ich so wische. Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier zur Tabelle? Moment, ich gehe noch mal rauf. Weil ich finde das hier nicht. Wie komme ich denn hier zur Tabelle? Wenn ich den hier mache, haben die roten Karten. Ja, und sonst kann ich hier nichts machen. Keine Statistik verfügbar. Gut, kann ich noch mal kurz die Tabelle haben? Ich möchte gucken. Ich glaube, Basel hat genau gleich viele Punkte. Wie Luzern, kann das sein? Come on. Nun wechselt er nochmal hier unten. Jetzt wechselt es nicht mehr, weil das Spiel weiß, dass ich gucken will. Wie fies ist das denn? Nein, nicht speichern und beenden. Nein, das möchte ich noch nicht. Ich versuche es nochmal. Nee, das bringt nichts. Und hier oben. Schweizer Pokal. UEFA, super. Irgendwo muss doch die Tabelle sein. Ach, come on. Gibt's doch nicht. Zurück habe ich da nur als Alternative. Weiß jemand den Knopf, wie ich hier zur Tabelle komme? Ganz einfach nur die Tabelle. Und zwar...
Nee, da ist auch nichts. Schweizer Pokal, CSL, Ebischer. Und jetzt gelbe Karten, rote Karten. Und sonst sehe ich nichts. Torvorlagen. Keine Tabelle. Okay, wir gehen wieder raus. Mal gucken. Vielleicht wechselt es nochmal. Das wechselt nicht mehr. Aber eben, ich glaube, ich habe gesehen, dass Basel gleich viele Punkte hat wie Luzern. Also da wird es natürlich auch nochmal spannend, wer von denen dann international spielt. Wir spielen mit Sicherheit international, das ist klar. Das hat mein Lieblingsgelle schon rausgefunden. Und ein schönes Bild gepostet. Da, jetzt haben wir es nochmal. Ja, tatsächlich. Basel-Luzern mit gleich vielen Punkten. Basel hat nochmal aufgeholt. Gut, aber das ist nicht unser Cup of Tea. Unser Cup of Tea ist hier die Tabellenführung bewahren. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde sagen, ein Grund zum Feiern fast schon. 3-0 gegen die Young Boys und mit 4 Punkten Vorsprung Platz 1. So kann es weitergehen. Danke fürs Zusehen. Bis auf zum nächsten Mal. Tschüss.